Let's go. Ich finde das immer wieder so witzig. Ich habe Studio Mobile jetzt wirklich noch nicht so oft gespielt. Ich habe natürlich viel Mobile gemacht früher mit Clash Royale und Clash of Clans, so in die Ecke. Dann habe ich natürlich auch selber Call of Duty Warzone und alles so gezockt. Mhm. Aber es ist krass, wie viele Leute tatsächlich bei meiner Community sich mit dem Game auskennen. Da war ich letztes Mal schon erstaunt. Ich hatte das auch sehr oft in den Kommentaren drin, dass ich mal COD Mobile, als es damals released war, ist jetzt schon ein bisschen her, ein Jahr halt, ne, dass ich das mal zocken soll. Mhm. Ist doch krass, wie viele das da gezockt haben. Ja, so, ja. Du spielst jetzt echt mit Controller, mit Scuff. Ja, ja, Digga. Es ist schon ein bisschen unfair, muss ich echt sagen. Aber mich würde es auch interessieren, es gibt ja auch diese Call of Duty Mobile World Championship, ne? Ja. Und die ist ja auch von Xperia quasi gesponsert, ob die dann auch mit Controller bei der WM zocken. Stimmt. Alter, die Gegner sind shit. Turbine ist einfach geil, weil man die ganze Map kennt, ne? Ja, ja, auch die Spawns und so. Ist halt exakt so, wie man es auch kennt. Das ist einfach nice. So stark nach vorne drücken quasi oder halten. Dann spinnt er automatisch. Nachladen. Da geht auch alles rein. Ich glaube, die Waffe ist ziemlich stark. What? Alter, wie lost? Ich hab mich nicht getroffen. Ich nehme jetzt hier nochmal. Ich bin bisher immer noch nicht gestorben. Der eine hat mich geschossen, der hat gar nichts hingekriegt. Nein, ich bin down, ich bin down. Die sind total lost. Wir haben eine sehr, sehr geile Lobby bekommen. Also Leute, es sind keine Bots, gegen die wir spielen. Es sind schon wirklich echte Spieler. Auch wenn es vielleicht so aussieht. Nachladen. Es gibt ja auch einige Mobile-Games, die auch ganz nice sind, wo dann aber irgendwie eine Runde 40 Minuten geht. Das bringt natürlich nichts, ne? Also wenn du Mobile zockst, irgendwie bist du irgendwo beim Warten oder musst irgendwo hin oder sonst was. Ja, klar. Wenn das jetzt hier irgendwie, was weiß ich, ja gut, in Call of Duty geht ja allgemein gar keine Runde so lang. Rein, nice. Digga, das ist smooth. Boah, ich gehe hier auf diesen OP-Spot, wo man die Tonne da hochklettert. Kennst du den? Shit. Das war immer Modern Warfare... Hier, MW2 mit Farmers. Modern Warfare 2 mit One-Man-Army war das immer noch. Hat man sich hinterm Kasten versteckt. Und was gab's noch mit mehr Explosiv-Damage? Das war gar nicht lustig, was man damit die Gegner machen konnte. Und immer da hinten in die Tür reingeballert. Unter den einen Kasten versteckt. Digga, das ist stabiles Aim. Klar, der Aim-Assist ist da. Ich muss mal die Gatling Gun raus. Das ist knapp von der Zeit, noch einen Nuke zu machen. Das ist so OP, dieser Todbringer Heil. Boah. Trönchen. Also, oh fuck, die kommen alle von da. Bei mir haben vorhin welche in den Chat geschrieben, dass je höher das Level du bist, desto stärker werden auch die Gegner. Also es gibt auch so ein leichtes gewiss Matchmaking quasi. Ja, das gibt's auf jeden Fall. Also. Ich habe meine Streaks nicht benutzt, aber. Wie stand ich denn? Kann man seine Stats nochmal sehen? Sehen wir nach der Runde im Menü. Was war das denn? Ja, es ist interessant. Man weiß ja auch nicht, mit welchen Devices die zocken, die Leute, ne? Mhm. Was ich schon gesehen habe, was noch als Mobile Gaming zählt, Geräte, mit denen man eigentlich gar nicht mehr zocken sollte. Und jetzt mache ich mal meine Punkteserien. Da brauchen wir was Krasseres. Ach, das kommt jetzt alles mit Level, ne? Das kann man sich nicht... 24.3... Man muss echt zocken, ne? Schade. Man kann nur Battle Pass, glaube ich, hochkaufen. Ja, ne? Den Rest muss man echt erspielen. Ich will mal wissen, wo man die KDs und so anschauen kann. Quasi im Hauptmenü, dann gehst du oben links auf deinen Namen einfach. Und dann? Ah, hier. Abschüsse, Abschuss-Totquote 4,4. Wie ist deine? Präzision 24%. Für Touch ist das in Ordnung. Ich habe 702. Was? Du hast eine 7er KD? Ja, aber eigentlich müsste die doch höher sein, oder? Ich hatte doch die ganze viel mehr. Bist du mit deiner 7er KD nicht zufrieden, ja? Ja, okay. Ja, ich habe auch gerade mit den Fingern gespielt. Das passt schon. Na gut. Lass noch einen Rank zu zweit machen. Mehr Spieler. So, let's go. Aber das ist auch eine geile Map zum Snipen. Holy shit. Komm, lass knacken lassen. Ja, ich snipe auch jetzt. Oha. Das erste Ranked Herrschaft. Schon mal gesniped auf dem Mobile? Oder nicht? Nee, noch nicht. Erste Runde. Aber hat so heftig Aim, das merke ich schon. Der wird schmecken, der wird dir gefallen. Kann man auch gut quickscopen? Oder geht? Hitmarker, lol. Oder ist ja auf der Map ein Traum, ne? Geil, ja. Das ist doch ein Traum auf der Map, oder? Jawohl. Nein, nachladen. Oh, sind die pissed? Hey, what the fuck? Ah, wir spielen ja jetzt Herrschaft. Stimmt. Was geht ab? Wie viele Kills hab ich? Ich hab eine komplette Killstreaks erreicht. Alter, was kann man für Feeds machen mit der Sniper? What?
Kontakt wieder nicht. Oh mein Gott, man kann ja unnormal quickscopen. Das ist ein bisschen... Das ist ja unnormal geil. Ja, Digga, Quickscopes gehen ja gar nicht, ne? Ja doch, es geht schon, ne? Man muss halt einfach direkt abdrücken. Man hat What? So wieso sind die so schlecht? Hä? Zack. Nein. Oh, schade. Digga, die sind ja überscheiße. Ja, die sind echt nicht so gut gerade wieder. Ich spawn die nochmal. Shit. Halbzeit, oder? Ah, okay. Ach, Halbzeit, ja. Was geht denn ab? Ich bin zu null immer noch. Wann ist Nuclear? 30. Wo sehe ich, wie viel ich hab? Muss auf die Medaillen achten. Das ist gut los und sowas. Ich mach mal kurz die Top-Dinger wieder. Oh, der war lecker. Nein, jetzt sterbe ich. Oh, jetzt wollte ich... Oh, war das Collateral? LOL, ein Schuss, zwei Kills, Collateral. Halt's Maul. Gönnt ihr. Nochmal Predator. Ich versuch mal so ein Über-No-Scope across the map. Also das Snipen ist ja insane. Das ist ja unfassbar. Digga, what the fuck, Leute. Wie viele Kills brauchen wir für Nuklear? Zuschauer, wie viel habe ich? Ihr kennt euch da besser aus mit den Medaillen als ich. Nein. Ah, ich krieg die Facecam nicht. Wie hast du eigentlich die Facecam? Weil man guckt ja die ganze so runter, ne? Oder ja, man guckt nach unten. Ja, ja, das ist normal. Man guckt nach unten, das lieben die Leute. Weil die sagen zu mir Frisurencam. Ja, das trifft's ganz gut. Oh mein Gott. Ich hab gleich eine Nuke. Wann hab ich die denn? Wann hab ich die denn? Nein. Ist aus. Nein, was? Ach so, hab ich auch Nuke gehabt, oder was, Chat? Ach so, verdammt, hatte ich auch Nuke. Oh nein. Digga, also das Snipen war ja... Also auf der Map mit Snipen, also wow. Ich hatte auch Nuke die ganze Zeit. Ich hab bastelt irgendwas in meiner Facecam rum. Also diese klar. Map mit Sniper. Holy shit. Ich bin vor dir. Learn to play. Nice. 5000 Punkte mit Sniper. Ey, ich war auch richtig lost, Max. Ich hatte die ganze Zeit Nuke und ich hab nicht eingesetzt. Du hast 27, man braucht 30. Guck mal, ob ich echt Nuke hatte. Hä? Hatte ich echt? Ich hatte genau 30 Kills, als ob. Ey, krank, Mann. Das muss man doch merken. Ey, lass noch eine. Also Snipen war... Also wow. Das hätte ich nicht gedacht, dass das Sniper auf Mobile bockt. Hä, nee, ich hatte gar keine Nuklear. Ich weiß nicht, warum. Hä, ich hab 38 Kills gehabt. Ich bin noch nicht einmal gestorben und hab 38. 38-0? What? Wurde resettet nach Seitenwechsel? Echt jetzt? Wird ab. Stimmt das? Wenn Seitenwechsel ist Halbzeit, wird das resettet? Nee, ich glaub nicht. Vielleicht werden die Medaillen resettet. Das du hast zu niedriges Sinn. Level. Du musst ein bestimmtes Level haben. Welchen Level kann man denn Nuke haben? Ich war eben noch Level 19. Du hast es schon. Du bist Level 21. Ich war aber eben Level 19 noch. Keine Ahnung. Nochmal spielen oder mach verlassen? Mach mal bereit, verlassen. Oder? Bereit. Verlassen und ready up. Direkt wieder hoch, wo ich eben war. Das war überkrank. Ja, stabiler Start, oder? Also das kann mir keiner erzählen, dass das nicht geil ist. Er wollte mich alle verarschen. Hä, wieso kann ich das? Wieso kann ich das? Ich schwöre, ich habe noch nie gesniped in Mobile. What the fuck? Also wenn der No-Scope nicht gesessen hat, weiß ich auch nicht. Nein! Fuck, die sind aber auch lost, die Gegner, oder? Da war ich gerade ein bisschen unbeholfen. Was? Zu Ende? What? Ab wann hat man denn eine Nuke? Fuck ich die nicht voll ab?
Digga, die sitzen gerade an irgendeiner Bushaltestelle und warten auf ihren Bus und wollen kurz mal ein Ründchen COD Mobile da. Ich mach die so fertig. Digga, das... das ist doch geil. Digga, das ist doch nicht schlecht, dass ich das erste Mal mache? Zünde die Nuke. Wo ist denn die Nuke, Mann? Wollt ihr mich verarschen? Hallo, Atombombe setzen! What? Lol, vorher hat er mich gesniped. Also, ohne Witz, ihr wolltet, dass ich aufhöre. Ich glaube, damit steht der Titel. Wollte ich mich verarschen? Was war das denn? Das war so krank. Ich glaube, das war nicht schlecht, oder? Also, das kann mir keiner erzählen. Ey, normalerweise, wenn ich auf dem Klo sitze, immer mal so 3 Runden Clash Royale. Aber ich glaube, ich mache jetzt auch einfach mal richtig entspannt vom Klo aus eine Runde bisschen Quickscopen auf Crossfire-Herrschaft. Das war, Digga, aber wie krank kann man denn werden, wenn man das ein bisschen übt? Ich zock das gerade zum ersten Mal mit Sniper. 6000 Punkte Runde mit Sniper. Wieso kannst du das? Weiß ich nicht. Ist das der Aim Assist? Dann würde das auch irgendein Gegner machen. Keiner von den Gegnern hat gesniped. Und auch wenn alle nur schlecht. Leute, das Game ist free to play. Keine Ahnung, ladet euch runter. Probiert selber mal zu snipen auf Crossfire-Herrschaft. Ich weiß nicht, ob ich gut bin oder nicht. 49 zu 1. Da werden wir die anderen Leute lachen. Trimax, der Mobile Gamer.